Ein neues Karussell am Horizont. Wunder, Wunder. Schön. Die Teetassen sind endlich in meinem Park angekommen, Leute. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu FunDB. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es also weiter. Hauptsächlich, nein, eigentlich nur mit der neuen Baustelle. Ich habe am Adventure Ride noch nichts gemacht. Weiterhin nichts gemacht, denn ich hatte Bock, endlich eine neue Baustelle anzufangen. Und war auch sehr euphorisiert und bin es immer noch. Sie ist natürlich noch lange, lange nicht fertig, aber wir sind auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Schritt weitergekommen. Und vor allen Dingen das Wichtige an dieser Folge ist eigentlich nicht, was ich baue, sondern in welche Richtung es geht, dass ich da endlich mal jetzt einen Plan habe. Und jetzt kann ich auch dann für quasi die nächste Folge richtig loslegen mit diesem Bereich hier. Weil es muss natürlich alles ausgerichtet werden. Das seht ihr hier. Ich musste das Karussell nochmal abreißen, musste den Weg nochmal neu machen, denn es war komplett verzogen. Es war nicht richtig ausgerichtet. Jetzt, also ne, von der Symmetrie her, war es nicht korrekt. Das musste natürlich korrekt gemacht werden. Das habe ich hier getan. Wir werden in dieser Folge noch einiges sehen, was es an Problematiken gibt. Deswegen, ihr werdet vielleicht sagen, in dieser Folge hat er jetzt nicht so viel gebaut. Das mag sein, aber ich habe bin auf so viele Probleme gestoßen, die ich irgendwie lösen musste. Deshalb ist da viel Zeit reingeflossen und deshalb ist es vielleicht nicht großartig ein großartiges neues Bauwerk. Aber ich habe jetzt wenigstens dieses Problem gelöst, zumindest einigermaßen. 100% zufrieden bin ich nicht, aber das werden wir nachher drauf kommen. Hier gab es jetzt nur so ein paar Wegprobleme und habe ich ganz normal gelöst, würde ich sagen. Da ist natürlich jetzt hier so ein bisschen geschwungen. Ist aber nicht schlimm, weil das sieht nicht scheiße aus. Deswegen kann der Weg da ein bisschen verschwungen und geschlungen sein. Das ist nicht weiter schlimm. So, dann hier die Dinger wieder abgerissen. Es darf natürlich da kein Holzflock drin sein. Das sieht natürlich scheiße aus. So, worum geht's jetzt heute? Heute geht's hauptsächlich darum, eine Art Pergola zu bauen. Denn ich möchte diese Teetassen ja einbinden in so ein richtig schönes Stadtflair und diese Teetassen stehen quasi in einem Hof, wenn man so möchte. In einem Hof oder in einem hofähnlichen Gebilde. Und das ist mein Ziel und deswegen wollte ich die Teetassen zumindest zur Hälfte, ich glaube es ist ein bisschen weniger als die Hälfte, überdachen. Was heißt überdachen? Nicht unbedingt regendicht überdachen, sondern mit so einer schönen Pergola. Und dafür musste ich ein Gebäude bauen, was genau mittig ist, damit ich die nachher drehen kann, hier die vorgefertigten Pfähle. Das geht nur, wenn man das in einem Gebäude macht. Leute, ihr habt das gesehen. Ihr habt es ja gesehen, ja, das Tutorial, welches ich online gestellt habe. Wie kopiere ich und wie verschiebe ich Dinge korrekt? Und das geht nun mal nur so. Wenn man ein Gebäude halt genau in der Mitte gebaut hat, dann kann man die Sachen hier schön rund verschieben. So, die Hälfte wird wieder abgerissen. Wobei, ich glaube sogar, wie gesagt, über die Hälfte. Ist ein bisschen über die Hälfte. Einer, glaube ich, wird mehr abgerissen, weil ich das nicht komplett gerade haben wollte, sondern so ein bisschen schräg. Das sieht, glaube ich, finde ich besser aus. Und das muss natürlich ausgerichtet sein an den Hilfslinien, die ich unten hatte. Und das wird auch ein Problem, was später dann auftritt. Aber dazu kommen wir auch später. Dann wollte ich das hier verlängern. Mit so einem, mit so einem überdachten Weg, keine Ahnung, wie soll man das nennen, mit einer quasi erweiterten Pergola. Es soll da nicht zu Ende sein, sondern es soll da noch weitergehen. Und ich habe es, glaube ich, so ein bisschen auf die Spitze getrieben dann irgendwann. Ich habe diese Pergola, das ist die größte Pergola der Welt, glaube ich. Das so viel kann ich schon mal sagen. Aber, es sieht nicht scheiße aus, glaube ich. Aber wir werden es nachher sehen. Jedenfalls hier geht es erstmal darum, diese komischen Überdachungen an die existierenden Pfähle zu bauen. Und dann ging es auch schon an das nächste Problem. Wie stütze ich die ganze Sache? Denn das ist natürlich jetzt nicht mittig. Ja? Der Giebel quasi ist nicht mittig zu diesem Wegmittelpunkt da. Deswegen musste ich hier stützen. Das ist die einzige Möglichkeit erstmal. Quasi diese Stützen oder dieses Karussell-Ambiente ein bisschen zu zerstören und da Stützen reinzubauen. Das Problem dabei ist, die sind nicht dick genug, die Hölzer hier. Natürlich könnte ich jetzt selber dickere Hölzer herstellen, indem ich welche nebeneinander mache. Aber ich finde das von der Dicke her okay. Und da kommt ja jetzt nur dieser weiße Rand
von dieser Lampe raus. Und das kann man natürlich nachher noch irgendwie anders verdecken. Da sollen ja selber noch Lampen dran und da kann man das irgendwie bestimmt noch verdecken. Das heißt, das ist nicht das große Problem. Und hier der Pfahl, an dem einen Pfahl ist immer eine Lampe und an dem nächsten Pfahl ist immer eine Fahne. Und der Pfahl mit der Fahne ist überhaupt gar kein Problem zu verdecken, weil der dünner ist. Aber hier, wo die Lampe dran ist, ist natürlich immer dieser Lampenschirm quasi, der guckt da noch ein bisschen raus. Aber wie gesagt, das kann man später, wenn es hier an die Detailarbeit geht, kann man das noch machen und lösen. So, wie gesagt, hier muss eine Stütze dann hin, beziehungsweise überall müssen Stützen hin. Sonst ist das nicht sehr realistisch, diese Pergola. Und das hat auch noch einen Grund, warum die nicht so groß ist, weil ich natürlich in der Mitte nicht stützen kann. Die muss ich quasi selber stützen. Diese alte Bauweise, ihr kennt das, bla bla bla. Und deswegen, wenn die jetzt noch größer wäre, würde das keinen Sinn machen, außer sie geht einmal komplett rum. Dann macht es wieder Sinn, dann braucht sie in der Mitte überhaupt keine Stütze, weil dann stützt sie sich gegenseitig. Dann stützt sie sich von links nach rechts, von oben nach unten. Das wäre auch kein Problem. In diesem Falle hier will ich es nicht ganz rund gehen lassen. Und deswegen ist es ein bisschen schmaler, die ganze Nummer. Aber dann geht's auch. Dann geht's auch. Dann kann sie sich auch selber stützen. Da das ja jetzt auch nicht hier irgendwie Stahlstreben sind, sondern Leichtbauholz. So nenne ich es. Es ist ganz, ganz leichtes Holz. Und ja, wir müssen das natürlich, also ne, jetzt sieht das eher aus wie so ein Spinnenweben. Aber wir werden das natürlich noch richtig schön gestalten mit Blumen, mit anderen Rankpflanzen. Vielleicht sogar, weiß ich noch nicht genau, vielleicht mit Stoffbahnen auch hier und da. Dass ich da, oder was heißt Stoff? In Wirklichkeit wäre das natürlich kein Stoff, sondern irgendwie ein wetterfestes Zeug. Kann man natürlich auch machen. Weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Bis jetzt ist nur das Gerippe vorhanden. Und wie ich das, wie gesagt, dann noch schön mache, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Davon gehe ich doch mal aus. Und jetzt habe ich hier dieses, was ich gerade gebaut habe, diesen kleinen runden Bogen verschoben, damit er auch hier ist. Und das sieht jetzt tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Spinnennetz. Aber keine Sorge, da kommt keine Spinne drauf. Keine Sorge, ihr braucht keine Sorge haben. So, das Ganze kommt auch noch hier in die Mitte. Das kann man immer schön verschieben dann. Und das sieht doch schon mal nach was aus jetzt. Und ihr seht auch, wo ich hin will. Ich will, dass diese Pergola nach rechts und links quasi abgebrochen wird und nicht jetzt spinnennetzartig wirklich weiterläuft und rund wird. Nein, die soll so, als ob ein Windkanal diese Pergola gerichtet hat. So soll es ein bisschen aussehen. Weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Auf jeden Fall, jetzt kommen hier, wird das erweitert, die ganze Pergola. Ihr seht, ich bin die ganze Zeit die Pergola am Erweitern. Ich hab die Schnauze nicht voll bekommen von dieser Pergola. Es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Nur Pergola-Arbeiten hat mir wirklich Spaß gemacht. Weiß auch nicht. So, dann wollte ich hier die Dreiecke, wollte ich unten natürlich noch voll machen, dass das auch Dreiecke sind, fertige, und das ein bisschen robuster alles auch aussieht. Und tragfähiger und realistischer. Hätte man auch weglassen können, klar, wäre jetzt auch nicht unrealistisch gewesen, aber ich finde, das sieht dann von unten ein bisschen besser aus, wenn da die Streben gerade durchziehen. Aber das kann man zur Not auch wieder wegmachen, wenn es mir dann am Ende nicht gefällt. Wie gesagt, das Ende muss man natürlich noch abwarten, da kommt vielleicht noch einiges dazu, vor allen Dingen noch Stützen, die ich jetzt hier noch nicht habe. Da muss ich noch gucken, ob ich zwischen den beiden Wegen hier, quasi zwischen dem Karussell und dem Weg, der außen rum geht, da ist ja dieses Geländer, ob da noch irgendwie Stützen hinkommen oder nicht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt nachher noch mal Stützen gemacht. Ob die jedoch reichen, muss man dann nachher noch sehen. So, was kommt hier? Ich erweitere gerade die Pergola mal wieder. Hier soll quasi ein Biergarten entstehen. Und der soll ein bisschen überdacht sein. Aber damit bin ich nicht zufrieden, denn jetzt kommt es zu dem großen Problem, was ich hatte. Ich habe hier diesen Weg gebaut, dachte, das wäre recht mittig und habe hier gebaut und gebaut, um dann zu merken, dass es nicht mittig ist. Dieser Weg und damit halt auch verbunden all dieser ganze Bau, ja, dieser ganze Platz quasi, der ist komplett nicht mittig. Man kann es aber auch, ich habe wirklich dann bestimmt eine Stunde getüftelt, auch aufgenommen, aber das wollte ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Das habe ich natürlich aus der Aufnahme rausgeklöppelt. Eine Stunde habe ich hier dran rumgetüftelt und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, es geht nicht. Es ist unmöglich, beziehungsweise es wäre mit sehr viel Aufwand verbunden, dass es wirklich komplett mittig ist. Und das war mir dann zu viel. Deswegen ist dieser Weg letztlich, ich weiß gar nicht, ob das hier nochmal gelöscht wird oder ob das jetzt in der Aufnahme schon die finale Version ist, ist dieser Weg jedenfalls nicht, beziehungsweise dieser erhöhte Weg hier, der ist nicht mittig zu der Pergola.
Und das ist natürlich nervig. Das ist natürlich richtig nervig, weil da hinten, da wo jetzt die Shops sind, soll natürlich ein Gebäude hinkommen. Und das sollte eigentlich mittig sein zu der Pergola und dem Weg. Und das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja, das werden wir aber gleich sehen. Das habe ich schon mal ansatzweise gelöst, indem ich nämlich Pergola und Gebäude nicht miteinander verbinde, sondern nachher... Ja, ihr werdet es ja sehen gleich. Ich werde jetzt nicht schon wieder vorweggreifen. So, hier kommen jetzt auf jeden Fall erstmal weitere Stützen hin, damit die Pergola von hier auch mal gestützt ist. Und zwar dicke, fette Stützlein. Ja, das ist natürlich wichtig. Leute, Stützen. Ja, ihr kennt das. Ja, hat ein Land ja auch. Die Stütze, sagt man ja auch. Ja, hilft vielen Leuten. Ja, so ist das. So, und hier meiner Pergola hilft sie natürlich auch. So, und dann sehen wir hier, dass ich die... Meine Grundlinie nochmal erweitere, um zu sehen, ist das mittig? Und wir sehen jetzt hier, dass ich den Weg wieder abreiße, denn er ist einfach nicht mittig. Und ich habe versucht, dann hinten den Weg hinten zu greifen mit dem Raster und hier hinzusetzen. Kann man machen, aber damit kann ich den Weg hier nicht verbinden. Deswegen habe ich hier rumprobiert. Wir sehen also doch ein bisschen des Probierens. Beziehungsweise das ist eigentlich die Lösung, die mir dann Es war gerade nicht... komplett nicht mittig, deswegen habe ich es versucht, so mittig wie möglich zu machen. Es ist aber trotzdem nicht mittig. Ich glaube, ich habe in keiner anderen Folge jemals so oft mittig gesagt wie in dieser. Es wird wahrscheinlich auch nie wieder vorkommen. Es tut mir leid, aber dieses Wort ist hier sehr, sehr wichtig. Leute, mittig. guck, jetzt versuche ich hier, ich versuche es verzweifelt, diesen Weg irgendwie in die Mitte zu bringen. Es ist unmöglich. Die Grundlinie ist immer off Mitte, ja? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß es nicht. Naja. Ich kann da fast nur schweigen. Ja, ich war wirklich abgenervt, weil ich hatte mega Bock zu bauen. Und dann musst du aber deine ganze Zeit hier rein investieren, damit das einigermaßen aussieht. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. So. Ist halt so. Weg wieder weg. War wieder nicht mittig genug. Wieder hingemacht. Es ist wirklich... es war wirklich... schlimm. Und das hier ist wirklich nur ein Teil. So, ich habe nämlich jetzt, ich glaube, das ist jetzt die finale Version, das bleibt jetzt so. Das ist nicht hundertprozentig mittig, aber ist jetzt auch wurscht. Ich habe die Shops wieder rangeklatscht. Also mit den Wegen wirklich, ich hätte gern ein besseres Wegtool. Das Wegtool in Planet Coaster nervt mich. Muss man mal sagen. Es nervt. Wenn man wirklich auf Mitte und so steht, dann ist das... Selbst hier dieses Raster, jetzt hier, ich bin ja innerhalb dieses Rasters, hab die drei Dinger dazwischen freigelassen, zwischen den Shops hier. Und ich werde dann gleich Wege nochmal dazwischen setzen. Und die sind trotzdem nicht mittig. Jetzt innerhalb nur dieses. Vollkommen irrelevant hier mit der Mittigkeit des anderen Weges und der Pergola. Das meine ich nicht mal. Sondern die Shops hier an sich, die sind nicht mittig. Die sind nicht komplett gleich. Das werden wir nämlich gleich sehen. Dann werde ich nämlich einen Weg jetzt hier gleich noch drum bauen oder hier reinbauen. Und da ist auf der einen Seite mehr Platz als auf der anderen. Und das verstehe ich nicht. Und das geht mir am Sack. Wirklich. Das geht mir am Sack. Wenn man so ein, Synchronitätsfanatiker ist, möchte ich mal sagen, wie ich, der das hier wirklich perfekt haben möchte, da kriegst du Ärger mit dir selbst. Ich war wirklich sauer. Leute, ey, ich weiß, ihr könnt euch einen sauren Brilli wahrscheinlich nicht vorstellen, aber Leute. Guck, ihr seht das jetzt, hier habe ich einen Weg reingemacht und die eine Wand ist viel näher an dem Ding als die andere. Guck, da ist einfach ein riesiger... rechts einfach ein riesiges Loch. Warum ist es auf der Seite und auf der nicht? Was soll denn das? Die Shops sind ja gleich weit voneinander weg. Keine Ahnung. Ich habe es dann versucht, irgendwie, das muss man nachher lösen, indem da einfach Blumen drüber kommen oder so. Dann sieht man das nicht mehr. Aber richtige nervige Angelegenheit, das kann ich euch sagen. So, dann hier wollte ich eigentlich in einem Zug machen, geht aber nicht, weil das sind natürlich immer einzelne Gebäude. Jede einzelne Wand ist ein Gebäude und das kannst du nicht miteinander verknüpfen und verziehen. Deswegen so. Dann kommen hier, das wird eine Art Fachwerkhaus, solche kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Und mit schwarzem Fachwerk auf eben diesem Stuck. Finde ich, wird wahrscheinlich am Ende ganz gut aussehen. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, ich finde es jetzt gerade selber noch nicht so hübsch, aber ich glaube, am Ende könnte das was geben. So ein bisschen anderer Style. Ein Dunkelhell-Style, wie ich ihn gerne nenne, der Dunkelhell-Style hier. Und dann habe ich schon mal angefangen mit dem Gebäude. Das hier wird in dieser Folge definitiv nicht fertig. Ihr seht, wir nähern uns ja auch schon langsam dem Ende.
Aber ich habe schon mal angefangen mit der Verzierung dieses Gebäudes und gefällt mir eigentlich. Mir gefällt auch das Schwarz. Erst hatte ich gedacht, na, vielleicht soll ich doch braun nehmen, aber die Pergola an sich ist ja schon komplett braun und irgendwann ist braun auch mal aufgebaut. Deswegen ist hier das Holz schwarz an diesem Fachwerkhaus. Es wird auch bleiben, egal ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Wir müssen das Ende abwarten. Ja, wartet das Ende ab und dann könnt ihr mir sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Jetzt kann man noch nicht viel sagen. So, ich wollte hier einen Balkon, der aber abgeschnitten ist, weil hier eine Art Rundbalkon, wie nennt man denn das? Eine Art Podium. Da kann quasi Rolf von seinem Gebäude am Eingang, kann hier rüber wandern und hier hält Rolf seine Reden. Ja, seine Parkreden. Einmal im Monat. Er braucht ziemlich lange, um die Reden zu schreiben, weil die sind natürlich sehr eloquent und zeigen wirklich die aktuellen Geschehnisse der Welt auf und er versucht da Lösungen zu finden auf diesem Podest hier. Das wird natürlich eine sehr spannende Angelegenheit. Ja, Rolf, der setzt sich da wirklich in Szene und möchte wirklich auch die Welt verbessern und das wollen wir ihm natürlich lassen und zugestehen. Und dafür dieser Balkon hier, nein, keine Sorge. Ich werde jetzt nicht wöchentlich oder monatlich eine Rede aufnehmen, die Rolf hier hält. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Ja, dann gab es hier das große Problem mit dem Geländer. Da hatte ich nämlich auch schon wieder Zeit gewastet. Ich hatte erst ein Geländer gebaut mit der guten Spitzhacke. War nix, weil die Spitzhacke hat als Pflock funktioniert, aber ich konnte die Seile da nicht dranhängen, weil die Seile, das ist die kleinste Seilform und die ist schon zu groß eigentlich. Deswegen musste ich die dickeren Holzdinger hier nehmen, sonst sieht das scheiße aus. Aber gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Ist halt wieder mal dieses Standardgeländer hier von mir. Ich hätte auch lieber ein anderes gehabt, aber das ist hier wirklich impossible gewesen einfach. Ich habe wirklich geguckt und gemacht und getan, aber das hier ist auf jeden Fall, glaube ich, die beste Lösung. Ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht werden die Holzflöcke hier des Geländers, vielleicht werden die nicht schwarz. Vielleicht werden die eine andere Farbe. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Könnte man vielleicht, wobei eigentlich passt es ja dann zum Fachwerk. Naja, so, jetzt seht ihr die Lösung, die ich habe, dass man, eigentlich wollte ich ja wie gesagt das Haus hier und die Pergola miteinander verbinden. Das wird aber nicht klappen, weil es nicht mittig ist. Ja, und deswegen habe ich jetzt die Überdachung des Biergartens weggemacht, die mit der Pergola verbunden war. Und die wird wahrscheinlich wiederkommen, aber dann mit dem Haus verbunden. So kann man das ganz gut kaschieren, dass das nicht komplett mittig ist. Ha! Ich bin dumm. Ich bin ja kein dummer Kerl. Ja, das wird gut. Das wird gut. So, dann habe ich hier schon mal angefangen mit dem Dach. Es wird ein Flachdach. Ja, und das war auch wieder nervig, weil manchmal war die Wand nach innen gesetzt und hier jetzt zum Beispiel nicht. Da musste ich dann immer noch mal selber manuell das Dach verziehen. Hier war es wieder gut, hier wieder nicht, wieder manuell, nervig, nervige Angelegenheit wieder mit dem Dach. Aber das Dach ist schon mal ganz okay und ich glaube, als letzte Aktion gleich kommt und da ist dann quasi ein Break, weil dann wissen wir aber schon mal, wo es hingeht, nämlich eine weitere Pergola. Hey Leute, das ist die Pergola-Folge. Ich lasse euch nicht in Ruhe damit, ich find's geil, ich find's mega, macht mega Laune. Und ich wusste schon von Anfang an, seit ich die Teetassen das erste Mal bei Blank Roaster gesehen habe, dass ich Teetassen machen werde, die mit einer Pergola überdacht sind. Das wusste ich von Anfang an. Das heißt, das könnt ihr mir hier nicht, das macht ihr mir nicht madig, die Pergola. Never ever. So, jetzt sehen wir hier, wie ich hier schon mal wieder innerhalb des Gebäudes eine Mitte suche und ein Gebäude place in Form eines Pfahls. Der muss auch nochmal ausgerichtet werden. Der ist nie richtig ausgerichtet. Der muss richtig ausgerichtet sein, damit das oben gut aussieht gleich, was ich vorhabe. Denn auch hier, so wie bei der Pergola, bei den Teetassen, will ich eine Rundform erreichen. Und die erreichst du nur, wenn in der Mitte wirklich alles perfekt austariert ist. Merkt euch das für die Zukunft. Ihr seht, wir nähern uns gerade dem Ende des Videos. Es wird heute keine Realtime-Analyse geben am Ende. Ganz einfach, weil wir nicht so viel zu sehen haben, außer die Pergola. Und die haben wir jetzt wirklich oft genug gesehen, die brauchen wir jetzt nicht nochmal in Slow-Mo sehen. Es wird in der nächsten Folge wieder eine großartige Slow-Mo geben, das sei schon mal gesagt. So, und dann kann man nämlich hier das Dach schön drehen und dann wisst ihr auch, wo es hingeht. Ich muss jetzt langsam mich dran machen und mich schon mal von euch verabschieden. Bis zur nächsten Woche, dann geht es hier weiter im Sandbox-Mode bei FunDB. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage Tschüss, macht es gut, haut rein. Euer Brilli.